Da sind sie. Menosmos. Hallo. Hallo. Wir hatten gerade ein ziemlich heftiges Konzert in Stuttgart. So habt ihr vielleicht so erste Gedanken zum Konzert? Super Konzert, es war sehr erfolgreich. Die Leute haben nach allen Liedern geklatscht. Die Leute hatten Sterne in den Augen, Herzchen in den Augen. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Ah. Euer neues Album heißt Sexy. Wer ist more sexy? Madfred oder Maiden? Puh, das kommt auf die Disziplin an. Es gibt Momente, da ist er mir haushoch überlegen. Aber es gibt auch Momente, da habe ich die sogenannte Nase vorne. Welche Momente wären das denn? So als Beispiel. Jetzt kommen wir schon dahin, wo das Quiz schwierig wird. Ich kann sagen, dass der Maiden definitiv besser twerken kann als ich. Wenn der jetzt auch die letzten Energien des Abends nochmal zusammennimmt, dann kann er vielleicht auch mal eine ganz kurze, 5-sekundige Twerk-Einlage geben. Also es wäre schon heftig so. Du musst allerdings dann wie so eine Bitch applaudieren. Wenn ich twerke, dann muss das mindestens mit einer so horrenden Gage vergütet werden, wie wir sie heute Abend gekriegt haben. Abonniert seinen Channel. Er funktioniert ohne Gage. Kein Komm, ich twerk. Was soll ich scheiße? Oh, jetzt, let's go. Let's go. Let's go. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Wie könnt ihr euch nach Panel Gang und Sexy überhaupt noch steigern? Ist da überhaupt noch Luft nach oben oder ist das Limit erreicht an Geiligkeit? Nein, wir werden uns nicht steigern können, aber wir haben vor, einfach jetzt mindestens 5, 6, 7, 8 Jahre nichts mehr zu machen. Gute Idee. Und dann werden die Leute so durstig sein, dass sie, egal was wir dann Neues bringen, dass sie es aufsaugen wie ein Schwamm. Wie sah denn so der gängige Studiotag bei euch aus, zu Aufnahmen von Sexy? Wir haben uns getroffen im Studio, dann haben wir einen Kaffee getrunken, dann haben wir 2 Stunden Scheiße gelabert, dann haben wir einen Whisky getrunken aus dem Schwarzwald und dann haben wir angefangen, Texte zu schreiben und dann haben wir die abends um 11 besoffen eingerappt, das war total scheiße. Und dann haben wir die 2 Wochen später nochmal nüchtern eingerappt und dann war das Album fertig. Und unser wahnsinniger Beat-Produzent hat die Tracks veredelt und gescratcht, ungefähr so. DJ Spermaficker! Also ihr könnt grundsätzlich, ihr könnt hier so viel fluchen, wie ihr wollt. Das ist nicht unser Stil. Zum Album gab es ja den Hollywood-Blockbuster KT-800. Der KT-8000 heißt der. Aber er ist gelistet als KT-8000. Die Maschine heißt KT-8000. Ich weiß, das dachte ich mir auch, aber es... Wo so ist, auch der Film. Sorry, ich muss mich konzentrieren. Es weist sehr künstlerische Parallelen auf zu Filmen wie Pick of Destiny von Tenacious D, Weird The Al Yankovic Story oder auch von Lonely Island Never Stop Never Stopping. Sind es in irgendeiner Form Inspiration oder sagt ihr, nee, die haben von uns im Nachhinein nachgemacht? In keinster Form. Ich kenne tatsächlich keinen der Filme, den du gerade gesagt hast, aber die sind bestimmt gut, weil, wenn du sagst, dass es da Parallelen gibt. Trotzdem, dennoch, wir haben uns an einem Film orientiert, sogar sehr stark orientiert, und zwar an dem Film Fraktus von unseren großen Vorbildern Studio Braun aus Hamburg. Okay. Auch sehr empfehlenswerter Film. Die haben auch so eine Mockumentary gemacht, die einfach extrem, extrem lustig ist. Und ein bisschen daran angeknüpft haben wir, aber ich finde, unser Film hat das bessere Ende. Wir haben die bessere Explosion gegen Ende. Es gibt noch 2 hervorragende Filme von den CKY-Leuten, so um Bam Margera und so. Der eine heißt Ming Hex und der andere heißt Haggard. Wer die kennt, der weiß vielleicht, wo wir unseren Erfindergeist her haben. Gibt es, glaube ich, sogar auf YouTube auch die beiden Filme. Also wenn ihr mal sehr, sehr viel Zeit habt, dann zieht euch die mal rein. Machen wir weiter mit eurem Album Sexy. In eurem absoluten Hitsong Bier besingt ihr liebevoll den Genuss des Hopfengetränkes. Warum ist Alkoholismus im Jahr 2023 so wichtig? So richtig oder so wichtig? Ja, so richtig wichtig. So richtig wichtig? Ich würde sagen, wir brauchen auf dem Planeten, vor allem in der schweren Zeit, viele nüchterne Leute, die klar denken und die Krisen lösen. Wir werden es nicht machen. Also strengt euch an. Wir machen Musik für Behinderte. Was ist denn die perfekte Temperatur für einen Wickhühler? Sag's ihnen, Maiden. 18,3 Grad. Endlich geht's bergauf wie die eine Seite von einem Berg. Wie macht sich der Erfolg bemerkbar? Zum Beispiel ist das Longhorn hier in Stuttgart gefüllt mit bravourösen, tollen, wunderschönen Menschen, die uns applaudieren, die sogar uns ihr Geld geben. Keine Ahnung warum. Und so macht sich der Erfolg bemerkbar. Es gibt gratis Bier, es gibt gratis Essen, Leute kommen, die Interviews mit uns machen wollen. Und zu guter Letzt, ich fühle mich mehr gemocht als früher, als ich noch einfach nur ein Hurensohn war. Das Erste, was in Videos von Menosmos ins Auge springt, sind diese prachtvollen Mähen. Was sind eure Haarpflegegeheimnisse? Wir gehen nicht zum Friseur. Ab und zu waschen. Wann kommt die lang erwartete Kollabo mit den Fantastischen Vier? Ich kenne die Fantastischen Vier nicht genug, um beurteilen zu können, ob unsere Stile zusammenpassen. Wir machen eine Quickfire-Round. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Clubs oder Festival? Clubs.
Clubs. Aber ihr seid dieses Jahr bei Rock im Park. Wir sind Rock im Park, Rock am Ring, Frequency, Old Pangaea, Campus Spring Break. Dosen- oder Flaschenbier? Flasche. Flasche. Ist Jay Jiggy der beste Reaction-YouTuber? Er ist der Beste. Nee, finde ich nicht. Ich habe einen, den ich lieber gucke. Ja. Aber ich kenne Jay Jiggy noch nicht genug. Ich weiß, dass ihr befreundet seid, aber ich muss, vielleicht gucke ich ihn mir an und werde ihn tief in mein Herz schließen. So, es wird jetzt richtig viele Leute geben, die sich so denken, boah, wir wollen viel mehr über diese Jay Jiggy-Situation wissen. Aber ich würde sagen, wir machen einfach weiter und enttäuschen die Leute, die es unbedingt wissen wollen. Da habe ich Bock drauf. Das ist ein guter Plan, oder? Ja, ich fühle mich gern schuldig. Oder willst du gern was dazu sagen? Ich habe den seit 20 Jahren nicht gesehen, aber wir haben einmal telefoniert und ist ein sehr sympathischer Dude. Ich habe das Video am Freitag gesehen, es war absolut wholesome. Die beiden waren beste Freunde und als er es gesehen hat, hat er geweint. Ist doch nicht schlimm! Ja, das stimmt. Wer ist die beste Band aller Zeiten? Ich glaube Toto, die Beatles. Egal ob tot oder lebendig, euer Traumfeature. Ludwig van Beethoven. Gary Burton. Der Jochen macht von oben so ein Licht und dann kommt so Gary Burton reingerollt mit seinem Vibraphon. Und dann singe ich so eine super schöne Ballade mit dem, weißt du? Ich weiß nicht, ob einer der Zuschauer Gary Burton kennt, aber googelt Gary Burton. Ja, das fände ich total geil, wenn wir das machen würden irgendwie. Fände ich auch geil. Okay, was macht ihr? Ein sinfonisches Werk oder so eine Kantate, so eine nervige Orgelsache? Der schreibt eine komplette Oper für mich. Wenn eure gesamte Karriere ein Film wäre, welcher Menos-Moos-Song wäre euer Titellied? Schnapskippendosenbier. Ja. Es sind gerade all unsere Songs in so einem Schnelldurchgang an mir vorbeigeflogen und es wäre wahrscheinlich so eine Mischung, wenn du alle Songs gleichzeitig anmachst. So alle Songs in 10 Sekunden abspielen, oder so in 5 Sekunden? Nee, so ein, ja genau, in ganz kurzer Zeit und das aber über den ganzen Film, also muss ein sehr kurzer Film dann, weißt du? So ein 5-Sekunden-Film. Nach KT 8000, das muss ja auch eine Steigerung geben. Ja, wir ziehen uns bald zurück und werden überlegen, was in unserem nächsten Film passiert. Könnt ihr euch vorstellen, dass die gesamte Menschheit als solches schon mal existiert hat, aber durch so ein Urknall-Szenario völlig ausgelöscht worden ist und keine Hinweise mehr darauf zu finden sind? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist viel zu kompliziert. Also es kann schon sein, dass das so gewesen ist, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ich habe letztens auch so eine ähnliche Idee gehabt. Und zwar, was glaubt ihr, würde passieren, wenn du alle Menschen auf der Erde alle komplett so mit so einem Fingerschnipsen random verteilen würdest. Weißt du, dass alle Menschen so von allen Ecken und Kontinenten irgendwie so voll komplett wirr verteilt werden würden. Also auch unter Wasser? Nee, nicht. Oh, yo! In so einem Berg drinne. So ganz normal, so sag ich mal, da wo halt überall Leute sind, so. Es kann natürlich sein, dass gerade Leute tauchen zum Beispiel. Die werden dann zum Beispiel ausgetauscht mit... Oh, es ist schwer zu... Aber du bist auf jeden Fall nicht so 1000 Meter über dem Erdboden auf einmal. Jemand, der gerade Fallschirm springt, wird ja auch getauscht mit jemandem, der zum Beispiel kein gerade... Fallschirm hat. Aber hast du den Fallschirm dann auch? Nein, oder hat der das ist Fallschirm, das ist die... Steht da, dann irgendwo mit dem Fallschirm. Nee, okay, machen wir so, dass, er dir den, dass du den dann auch anhast. Du musst halt nur checken, wow, okay, ich bin jetzt hier... Und muss da ziehen. Also, ja, machen wir mal so, dass da vielleicht keiner verreckt oder so. Aber so, dass sie halt alle verteilt sind. So, und jetzt, und dann, was wäre dann? Du wirst einfach mit irgend so einem random Typ ausgetauscht, der irgendwie auf so einer verlassenen Insel ist und hast so voll die Arschkarte. Ja, genau. Vielleicht würden sich die Leute ja auch viel besser vertragen dann und wären viel netter zueinander. Weil die alle so verwirrt sind in dieser neuen Situation dann zusammen umgehen müssen. Aber... ist natürlich auch möglich, wahrscheinlicher sogar, dass sie sich einfach alle komplett die Köpfe einschlagen und gegenseitig zerfleischen und aufessen oder so. So viel wäre auch, wenn so ein Baby getauscht wird mit einem, der gerade so im Krieg so... Das wäre so sick. Boah, hoffentlich passiert es nicht. Das ist furchtbar, Mann. Was sagt ihr zur Gefährdung der sicherheitspolitischen Ordnung im südchinesischen Meer durch die völkerrechtswidrige Neun-Striche-Linie der Volksrepublik China? Ich halte das für sehr beängstigend. Bitte, liebe Menschen, vertragt euch. Ich hoffe, dass jetzt alle Beteiligten den Brain-Blitz-Kanal sehen und so sofort das unterlassen. Ey, ich will ja gar nicht so witzig sein damit jetzt, aber bitte. Das ist der offizielle Aufruf von Menas Moos. Bitte unterlasst jegliche Kriegshandlung und auch die US-Arianer und die Taiwanesen. Seid friedlich, nehmt euch in den Arm und beendet diesen ganzen Krieg. Make beer, not war. Yes, das ist es. Das war's. Fügt doch jetzt am Ende vom Interview so einen krassen Blitz ein und macht so. Der aus unseren Händen kommt. Macht's gut, abonniert seinen Channel.